Seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodon, zu einem weiteren Applets-Test. Wir spielen dieses Level nochmal. Ab Level Nummer 11, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Wir haben im letzten Part von diesem Spiel haben wir Nummer 1 bis 10 bewältigt. Also ist hier verlinkt, könnt ihr euch mal reinziehen, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten machen wir jetzt weiter. Is there again? Oha, better be quiet. Oha. Muss leise sein. Schläft ein Monster. Ganz leise. Mist. Jetzt. Ja, Mann, ihr wart zu laut. Ihr dürft nicht reden. Nicht atmen. Doch wieder einer von den Zuschauern hier atmet. Nicht so laut. Mann. Leise. Ganz, ganz leise. Ja. Klar, ich habe mal auf Hilfe gedrückt. Das Spiel ist irgendwie clever. Moment. Kannst du da nicht aussprechen? More space, ja? Ich würde die gerne hier drüben hin haben. Also hier. Und dann kann ich hier rüber. Ja, nice. Und dann bin ich hinter der Absperrung. Be generous. Okay. Sloney hier. Die Tür können wir nicht versetzen. Okay. Das kann ich auch nicht mehr zerstören. Nein, da kann ich natürlich nicht durch. Sloney hier. Okay. Lauter Rätsel. Be generous. Man müsste wissen, was das auf Englisch, was das auf Deutsch heißt. Was die Übersetzung ist. Go to the menu, press donate and return. Ist nicht mal. Ist wieder nicht dein Ernst, liebes Spiel. Nein, wir werden hier keine 2 Euro bezahlen. 2 Dollar. Und die Tür ist offen. Man muss einfach nur den Mut haben. Nee, Mut heißt. Wie hieß Mut nochmal? Das war was anderes. Das. Ja, sorry, ich bin nicht so gut in Englisch. Reicht gerade so aus. Don't be afraid. Das ist fies, das Spiel. Was zum Geier ist das? Madness and Courage. Courage heißt Mut, genau. Glaube ich zumindest.
Madness. Och, alter Schwede. Wie soll ich das denn überleben? Ich nehme Anlauf und zack. Ja, kann doch nicht. Guck mal, da seht ihr meinen letzten Körper. Zack, 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 zack. Oh Mann. Hey, Moment. Ich hab was? Nein, theoretisch müsste mich doch gerade eben eine Spitze. Ich bin doch gerade durch eine Spitze durchgelaufen. Was? Zack. Ja. Nice. Ich hab's einfach auf den ersten Anhieb. Wieso? Alter, die tun mir nichts, die Spitzen. Wieso sterbe ich dann? Ich kann scheinbar sterben, aber irgendwelche Spitzen tun mir nichts. Ja, hier. Tut mir nichts. Aber scheinbar sterbe ich trotzdem. Überleben wir das? Wow, ich hab's geschafft. Ich vermute, dass der erste und der letzte Zacken, der was tut. So, jetzt natürlich wieder zurückkommen. Oh. Zack. Survive. Natürlich jetzt auch noch zurückkommen. Das ist meine größte Sorge. Ich bin noch zu blöd, um wieder zurückzukommen. Ey, mal schaffe ich das, aber wieder zurück nicht. So, ich habe es dann irgendwann nach dem 28. Versuch geklappt. Geschafft. Och nein. 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 Wie bin ich doof? Och nö. So. Versuch Nummer 180. Gefühlt. Nicht drauf gehen. Yay. Nummer 15. Try it 3 times. Ich muss es dreimal versuchen. Okay. Das heißt, ist einsam hier. Okay, ich habe es dreimal versucht. Und bin dreimal gestorben. Vielleicht muss ich dreimal versuchen, hier durchzugehen und dann sterben. Das ist eine Alternative. Ja, ich weiß, die Alternative sitzt im Bundestag. Ach so, ja, darauf hätte ich kommen können. Hatten wir ja bereits. Zack, ist die Tür offen. Wieder so eine Menügeschichte. Dreimal. Ja, hier steht jetzt okay, go. Ich muss das Spiel dreimal neu starten. Alter. Das verarscht mich doch, das Spiel. Oha, 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 oha. New Control. Scheiße. Spiel fliegt gegen die Spitze. Nein. Und wie muss ich das jetzt steuern hier mit dem? Muss ich jetzt hier gedrückt halten unten? Runter. Und ist offen. Natürlich nicht, ich muss hier erstmal zurück. Wie drehe ich mich um? Eine Ewigkeit später. Ja, hier runter komme ich niemals, weil das schwebt so langsam. Okay, ja. Ja, nice. Ich muss das Handy kippen. Ich drück da die ganze Zeit auf die Tasten.
Und hier hoch. Autsch. Ja, das sieht ziemlich ouch aus. Hier runter. Vorsichtig, vorsichtig, Aber ich hab's geschafft. Oh, willkommen in Minecraft. Das verstehe ich natürlich sofort. Als Nicht-Minecraft-Spieler. Ich verstehe einer die Logik. Die ist natürlich rechts. A ist links. S ist ducken. Ja, was hier jetzt nicht möglich ist. Aber W ist springen. Soweit so klar. Mit D steuern wir jetzt nach rechts. Achso, ich muss natürlich erstmal den Schlüssel holen. Oh Mist. Bin WASD-Steuerung nicht gewohnt. Spielcomputerspiele nicht so wirklich. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie ein Computerspiel gespielt. Aber ich weiß, wie es geht. Weil ich mal eine Folge Minecraft gemacht habe. Ja. How do open it? Ja, und... Oh, da ist der Schlüssel. Nimm ihn dir und durch. Zack. Wir müssen lediglich da drauf springen. Das war die Aufgabe. What do you need? A key. Tada! Ich kann zaubern. Ich hab's dem Spiel einfach zugetraut und muss das mittlerweile. Nice. Wir müssen einfach nur schreiben, was wir brauchen. Ach, nicht abkacken. Die Steuerung nicht mehr ganz. So, das hätten wir auch Nummer 20. Think before you act. Niemals! Okay. Los geht's. Volle Power voran. How stupid. Okay. Denken wir jetzt mal nach, bevor wir handeln. Och nein. Oh nein. Oh nee. Das Video kann ich doch gar nicht hochladen. Och nö. Die Tür ist doch bereits offen. Das Spiel hat recht mit Nachdenken, bevor ihr actet. So, das machen wir dann nicht mehr. Ich traue nämlich meinen Augen nicht und ja. Vielleicht irgendwann ein dritter Part, wenn ihr diesem Video ordentlich Däumchen nach oben gebt. Bei 21 Likes gibt es einen nächsten Part. Nicht früher, ich weiß, das habe ich beim anderen auch gesagt und habe es dann doch gemacht. Aber diesmal wird es so sein. 21 Likes gibt's den nächsten Part. Der habt euch wohl. Haut, Renner!